Die Badesaison hat gerade erst begonnen und schon häufen sich die Fälle von Gewalt. Niederösterreich, Salzburg, Wien, die Schauplätze sind vielfältig, die Taten oftmals dieselben. Sexuelle Übergriffe, Schlägereien, Raub. Und die Täter, fast alle sind Asylwerber. Viele Menschen sind beunruhigt, denn diese Schlagzeilen sind nicht neu. In Deutschland ist die Gewalt in Freibädern im vergangenen Sommer eskaliert. Seit dieser Saison gleichen nun viele Bäder einer Festung mit Zäunen, Videoüberwachung, Ausweiskontrollen. Und bei uns? Wie sicher sind unsere Freibäder noch? Jungvater Patrick Seidel ist wütend. Letzte Woche wird hier in diesem Becken des Freibads Dreiskirchen seine 9 Jahre alte Tochter von einem Erwachsenen sexuell belästigt. Die Dinge, was mir durch den Kopf gehen, was ich mit ihm gerne machen würde, die darf man halt auch nicht laut aussprechen. Ja. Der mutmaßliche Täter, ein tschetschenischer Asylwerber. Er begrapscht mindestens 6 Kinder. Meine Tochter hat mir erzählt, dass sie da unter Wasser aufgelauert worden ist. Und da ist ja unter anderem in den Genitalbereich gegriffen worden. Sie haben versucht, vom Strudelbecken heraus zu flüchten. Durch den Strudel war das in dem Moment nicht möglich. Da sind dann auch noch andere handgreifliche Berührungen gewesen, eben Brustbereich und Oberschenkeln und am Po. Die nächsten Nächte ist sie dann tatsächlich mit Albträumen in der Nacht weinend aufgewacht. Die Tat in Dreiskirchen ist kein Einzelfall. Sexuelle Übergriffe und Gewalt in Freibädern scheinen sich seit Beginn der heurigen Badesaison zu häufen. Salzburg, Ayerbad. Anfang Mai versucht ein minderjähriger Asylwerber, ein junges Mädchen zu vergewaltigen. Wien, Schafbergbad. Mit einer Schreckschusspistole im Anschlag raubt eine migrantische Kinderbande Jugendliche aus. Horn, Stadtsee. Ein 35-jähriger Asylwerber aus Afghanistan begrapscht 2 Mädchen und macht davon auch noch Fotos. 2 Freundinnen von uns wurden hier eher am Stadtsee von diesem Mann fotografiert. Das wurde dann auch bei der Polizei gemeldet. Und es geht uns ziemlich nahe, weil wir die Menschen eben sehr kennen. Und das macht uns eben auch Angst, weil es war eh schon vorher sehr angsteinflößend, alleine als Mädchen draußen zu sein. Und jetzt ist es eben nochmal verstärkt worden, dieses Gefühl. Sicher, wenn man Kinder hat, ist das, oder Enkelkinder, so wie es bei mir auch schon ist, ist man vielleicht schon ein bisschen betrübt, wenn so Vorfälle kommen oder sind. Weil man glaubt immer, bei uns kann sowas nicht sein, nur in den Großstädten. Ne? Und auf einmal ist vor der Haustür, dann ist man schon ein bisschen betrübt über das Ganze. Apropos Großstädte. Allein in Wien rückt die Polizei letztes Wochenende 6-mal zu Einsätzen in Freibädern aus. Einmal auch wegen sexueller Belästigung. Drohen in Österreich Zustände wie in Deutschland? Dort kommt es in öffentlichen Bädern immer wieder zu Übergriffen und Gewaltexzessen. Vor einem Jahr ist es in Berlin derart eskaliert, dass die Hauptstadt an den Kassen eine Ausweispflicht eingeführt hat. Die Stadtregierung feiert die Aktion nun als Erfolg. Die Vorfälle sollen deutlich zurückgegangen sein. Ein Weg, der auch für Österreich taugt? Zumindest in Wien will man nichts davon wissen. Kann man sich natürlich alles überlegen, aber man darf auch nicht vergessen, das ist alles zeitintensiv. Ja? Und man immer so etwas fordern, Fahrschulkontrollpflicht, Ausweispflicht, suggeriert es für uns auch ein gewisses Unsicherheitsgefühl. Wenn das berechtigt wäre, dann ja, bis jetzt ist es Gott sei Dank noch nicht erforderlich. Anders sieht das die FPÖ. Sie fordert nun sogar Polizei im Bad, zumindest in Wien. In Dreiskirchen fordert der Anwalt der Opfer ebenfalls Verschärfungen. Wenn man in Dreiskirchen ist und weiß, dass wir dort ein Asylthema haben, wäre zu überlegen, ob es nicht auch in der Verantwortung eines Betreibers eines öffentlichen Bades ist, ob man da hier die entsprechende Security oder entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen veranlasst. Solche kommen nun tatsächlich, wenn auch nicht ganz so strikt.
Künftig werden zwei Bademeister beim Strudel Wache halten, damit so ein Übergriff nicht mehr passieren kann. Für Patrick Seidels Tochter kommt es zu spät. Es gibt eigentlich keine Strafe, was, glaube ich, das in irgendeiner Art und Weise wieder gut machen würde, wenn ein Kind geschändet wird. Also da gibt's. Es gäbe nichts, was ich tun könnte oder der Staat tun könnte, dass es mich so weit befriedigt, wo ich sage, ja, jetzt geht's meiner Tochter wieder gut.